Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach Beginn der Offensive auf die IS-Hochburg Mosul im Irak warnen Hilfsorganisationen vor einer neuen Flüchtlingswelle. Die irakische Armee kommt offenbar schneller voran als erwartet. Das Militär sei seinem Zeitplan voraus, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Die Allianz aus irakischer Armee und kurdischen Peschmerga-Kämpfern rückt mit etwa 30.000 Mann auf Mosul vor. Sie werden unter anderem von den USA aus der Luft unterstützt. Die Frontlinie liegt etwa 30 Kilometer vor der Stadt. Die Kolonne steht. Beim Angriff auf Mosul wurde heute das Tempo deutlich reduziert. Am zweiten Tag der Großoffensive sichern Soldaten der irakischen Armee und kurdische Peschmerga-Kämpfer die Geländegewinne von gestern. Bislang seien etwa 20 Dörfer wie dieses vom IS zurückerobert worden. Der Vormarsch auf Mosul komme planmäßig voran. Das hier ist ein ziviles Haus, sagt der Peschmerga-Offizier. Aber die Terrormiliz hat eine Kommandozentrale daraus gemacht. Und sie haben von hier aus einen langen Tunnel gegraben. Rauchwolken am Horizont über den Vororten Mosuls. Erstmals meldet sich auch die Terrormiliz IS zu Wort. Über ihren Propagandakanal stellt sie dieses Video ins Internet. Alles sei normal in Mosul, so die Botschaft. Es gibt hier keine Probleme, Gott sei Dank, sagt er. Es ist sicher. Diese ganzen Nachrichtenkanäle verbreiten doch nichts als Lügen. Hilfsorganisationen rechnen damit, dass hunderttausende Menschen vor den Kämpfen um Mosul fliehen werden. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF warnt, eine 500.000 Kinder sei jetzt extrem gefährdet. Wir befürchten, dass diese Kinder eben zwischen die Fronten geraten können, dass sie ins Kreuzfeuer geraten können. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass sehr, sehr wenig Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen wird in diesem Konflikt. Vorsichtig wolle man vorgehen, heißt es von kurdischer Seite. Einen spektakulären Sturmangriff auf Mosul werde es nicht geben. Es sei ein Einsatz mit hohem Risiko für die Kämpfer, aber eben auch für die Zivilisten. Im nordirakischen Erbil ist seit 2013 auch das deutsche technische Hilfswerk THW stationiert und hilft beim Au- und Ausbau von Flüchtlingscamps. Auch hier rechnet man mit mehr Flüchtlingen aus Mosul. Erbil liegt etwa 80 Kilometer östlich von Mosul. Dort werden auch die kurdischen Peschmerga von der Bundeswehr mit Ausrüstung versorgt. Zur aktuellen Situation jetzt Alexander Stenzel live aus Erbil. Die irakische Armee und die kurdischen Peschmerga wollen die Stadt Mosul nicht vom Westen her einnehmen, damit die Dschihadisten fliehen können. Denn vergangene Schlachten haben gezeigt, sind die Dschihadisten sehr umzingelt, fest umzingelt, dann sind sie zum Äußersten bereit, auch sind bereit, selbst in den Tod zu gehen und sind auch bereit, zahlreiche Zivilisten zu töten. Und deswegen sollen sie dieses Schlupfloch, diesen Fluchtweg im Westen haben. Funktioniert die Strategie? Das wird sich zeigen. Möglicherweise will der IS aber auch nicht alle seine Kämpfer, an die 4000 sollen es sein, in der Schlacht um Mosul verlieren. Eine Schlacht, die er kaum noch gewinnen kann. Dann wird er aber sehr wahrscheinlich einige Dschihadisten zurücklassen, die dann mit Sprengfallen, Suizidattentaten und anderen Bombenattentaten eben versuchen werden, den Vormarsch der irakischen Armee zu verlangsamen, um zu verhindern, dass die irakische Armee einen schnellen Sieg in Mosul erzielt. Und damit zurück zu Jan Hofer. Die syrische Armee und ihr Verbündeter Russland haben heute vorübergehend die Luftangriffe auf Rebellengebiete in Aleppo ausgesetzt. Die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London bestätigte entsprechende Angaben aus Moskau. Russlands Verteidigungsminister Shoigu sagte, damit solle eine für Donnerstag angekündigte Waffenruhe vorbereitet werden. UN-Hilfsorganisationen reagierten skeptisch. Bislang fehlten klare Sicherheitsgarantien für die Rettung von Verletzten oder für Hilfslieferungen. Um den Krieg in Syrien soll es auch gehen, wenn morgen der russische Präsident Putin nach Berlin kommt. Das hat Kanzlerin Merkel heute klargestellt und zugleich schwere Vorwürfe gegen Russland erhoben, wegen der Luftangriffe, die Putin in Syrien fliegen lässt. Hauptthema aber wird der Ukraine-Konflikt sein. Wie beim ersten Treffen dieser Art vor 2 Jahren in der Normandie werden neben Putin auch Frankreichs Präsident Hollande und der ukrainische Präsident Poroschenko dabei sein.
Nein, die üben noch nicht für morgen, wenn gleich drei Präsidenten nach Berlin kommen. Das sind die militärischen Ehren für den Präsidenten aus Panama. Morgen erwartet Angela Merkel weltpolitisch brisanteren Besuch aus Russland, der Ukraine und Frankreich. Es ist das erste Gespräch auf höchster Ebene zum Ukraine-Konflikt seit Monaten. Wir sind nicht so weit, wie wir eigentlich sein wollten. Es stockt an vielen Ecken, sei es was die Frage des Waffenstillstands anbelangt, sei es auch was die politischen Fragen anbelangt, sei es was die humanitären Fragen anbelangt. Ein Durchbruch erwartet weder die Kanzlerin noch die Opposition, aber doch Fortschritte. Es ist immer besser zu reden und nicht mit Sanktionen und Ähnlichem zu drohen. Das wird diesem Konflikt nicht gerecht. Und wenn Präsident Putin schon mal da ist, bleibt das Thema Syrien nicht außen vor. Seit heute Morgen gibt es kaum noch Angriffe auf Aleppo. Für Donnerstag ist eine 8-stündige Waffenruhe verabredet. Die Grünen verlangen von der Kanzlerin, Putin zu einem Waffenstillstand zu drängen. Es braucht deutlich mehr Druck auf Putin und die russische Regierung, um das Bombardement in Syrien zu beenden. Für Merkel liegen alle Optionen auf dem Tisch bis hin zu Sanktionen. Aber Vorrang hat jetzt erst einmal, dass wir gucken müssen, das Leid der Menschen in irgendeiner Weise zu lindern. Und das wird morgen Thema sein. Auch da wird man sich keine Wunder erwarten können. Aber sprechen ist immer wieder notwendig. Es war lange unklar, ob das Treffen mit Putin überhaupt stattfindet. Die Haltung der Bundesregierung, ein Treffen sei nur sinnvoll, wenn es wirklich Bewegung im Ukraine-Konflikt gibt. Danach sieht es nicht aus, Putin kommt trotzdem. Dahinter steckt die Befürchtung, der Gesprächsfaden könne sonst ganz abreißen. Und das gilt für das Thema Syrien genauso. Das deutsch-russische Verhältnis vor dem morgigen Treffen in Berlin beleuchten wir in einem Hintergrundbericht auf tagesschau.de. Die Vereinten Nationen haben eine dreitägige Waffenruhe für den Jemen angekündigt. In dieser Zeit sollen vor allem Hilfsgüter an die Bevölkerung ausgeliefert werden. Nach Angaben des UN-Sondergesandten Sheikh Ahmed hätten alle Bürgerkriegsparteien zugesichert, sich an die Feuerpause zu halten. Sie soll in der Nacht zum Donnerstag beginnen. Im Jemen kämpfen schiitische Rebellen gegen Anhänger des sunnitischen Präsidenten. Diese werden von der Militärallianz unter saudi-arabischer Führung unterstützt. In großer Runde sind in Berlin Abgeordnete von SPD, Grünen und Linkspartei zusammengekommen. Etwa 100 Parlamentarier wollten Perspektiven einer Zusammenarbeit nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr ausloten, hieß es vor dem Treffen. Rot-Rot-Grün wird in den Parteien inzwischen als Möglichkeit für eine Regierungskoalition auch auf Bundesebene diskutiert. Die EU-Handelsminister haben sich bei ihrem Treffen in Luxemburg nicht auf eine Unterzeichnung des CETA-Abkommens verständigen können. Die endgültige Entscheidung über das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada wurde vertagt. Einige Mitgliedstaaten haben immer noch Vorbehalte gegen CETA. Widerstand kommt unter anderem aus dem französischsprachigen Teil Belgiens. CETA-Kritiker fürchten eine Absenkung der Sozial- und Umweltstandards. Befürworter erhoffen sich mehr Wachstum. Zwar haben sie CETA noch nicht abgesegnet, dennoch haben die zuständigen Minister wichtige Ergänzungen beschlossen unter Einbeziehung Kanadas. So auch eine Forderung des Bundesverfassungsgerichts. Demnach soll ein Mitgliedsland theoretisch aus CETA aussteigen können, auch nachdem das Abkommen vorläufig in Kraft gesetzt wurde. Der Wirtschaftsminister lobt den Vertrag noch aus anderen Gründen. Dass es eben keinen Zwang zur Privatisierung gibt, dass Arbeitnehmerrechte geschützt sind, dass wir nicht gezwungen werden, gentechnisch veränderte Lebensmittel einzuführen, dass der Verbraucherschutz gesichert ist und übrigens auch, dass das Vorsorgeprinzip der Europäischen Union erhalten bleibt. Darüber gab es oft Zweifel, das ist alles geklärt worden und zwar rechtsverbindlich. 6 Jahre wurde CETA verhandelt. Zölle sollen wegfallen, Handel erleichtert werden. Kritiker befürchten dagegen, dass Standards bei Arbeitsplätzen und Verbraucherschutz gesenkt würden oder öffentliche Dienstleistungen durch Privatisierungen gefährdet. Mit diesen Argumenten verweigerte bislang auch das belgische Regionalparlament der Wallonie seine Zustimmung, die die Zentralregierung aber braucht. Zurzeit sind dauernd Treffen anberaumt, um die Bedenken der Wallonie zu hören und jeden einzelnen Punkt zu beantworten, der aufgebracht wurde. Ich hoffe, wir haben Erfolg. Zur Stunde berät ein Parlamentsausschuss erneut den Vertrag. In der Wallonie sollte eine Einigung möglich sein. Belgien ist erfahren mit Kompromissen. Wenn aber nicht, wäre das peinlich. Die EU liefe Gefahr, als Verhandlungspartner nicht mehr ernst genommen zu werden. Allerdings, wegen der massiven öffentlichen Kritik ist CETA in den Augen vieler ein deutlich besserer Vertrag geworden.
Auch einen Tag nach dem schweren Unglück auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen ist die Situation weiter unübersichtlich. Noch immer wird ein Mensch vermisst. Außerdem kommen die Einsatzkräfte nicht direkt an die Unglücksstelle mit den geborstenen Rohrleitungen heran. Zwei Feuerwehrleute waren gestern bei einer Explosion ums Leben gekommen. Mehrere Schwerverletzte liegen auf der Intensivstation. Der Blick auf den Unglücksort, er ist nur aus der Luft sicher. Ein Schaumteppich soll die Explosionsgefahr im Hafen der BASF eindämmen. Hier starben gestern der Einsatzleiter der Werksfeuerwehr und sein Kollege. Ich möchte das noch mal sehr deutlich sagen, wie bestürzt wir sind. Sie haben sich als Feuerwehrleute für die Rettung von Menschenleben eingesetzt. Sie waren da, um zu helfen, und für sie kam jede Hilfe zu spät. Der Explosionsdruck könnte einen Menschen in das Hafenbecken geschleudert haben. Tauchmannschaften sollen jetzt nach dem letzten Vermissten suchen. Klar ist, von den 20 Verletzten haben einige schwerste Verbrennungen erlitten. 6 davon, nach unserem jetzigen Kenntnisstand, sind auf der Intensivstation der jeweiligen Kliniken. Und es steht zum Teil nicht sehr gut um die Menschen. Ob Arbeiten an einer Rohrleitung die Explosionen auslösten, die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt zur Unglücksursache. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin macht deutlich, dass wir den Anspruch haben, dass man offensiv auch umgeht mit Informationen, mit der Aufklärung der Schadensursache, des Unglücksursache. Die Fahnen in Ludwigshafen wehen auf Halbmast. Trauer in der Stadt. Nach den letzten Luftmessungen wurde eine Gefahrenmeldung für die Anwohner aufgehoben. Fenster und Türen dürfen wieder geöffnet werden. Die massiven Übergriffe in der Silvesternacht beschäftigen nach wie vor die deutsche Justiz. Heute hat vor dem Landgericht Hamburg ein weiterer Prozess begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft 3 Männern vor, eine 18-Jährige sexuell genötigt zu haben. Laut Anklage sollen sich die Männer aus Marokko, Algerien und dem Iran mit anderen verabredet haben, um Frauen zu bedrängen und die entstehende Verwirrung für Diebstähle zu nutzen. Mit einem Bekenntnis zur Meinungsfreiheit und der Warnung vor Nationalismus und Intoleranz in Europa ist die Frankfurter Buchmesse am Abend eröffnet worden. Bis zum Wochenende rechnen die Organisatoren der weltweit größten Schau der Branche mit etwa 300.000 Besuchern. Ehrengast ist in diesem Jahr der gemeinsame Sprachraum von Flandern und den Niederlanden. Königlicher Besuch auf der Buchmesse. Der niederländische König Willem-Alexander und das belgische Königspaar Mathilde und Philipp vertraten die diesjährigen Gastländer Flandern und die Niederlande. Der gemeinsame Pavillon, ein Ort der Ruhe und der Meditation. Ich denke, dass Menschen ganz viel erleben können. Und dann heißt es Erleben hier im Kopf, mit dem Lesen, aber auch mit dieser Erfahrung mit Virtual Reality, das auch Geschichten erzählen kann. Ganz und gar nicht still die Reden zur Eröffnung. Menschenrechtsverletzungen und Einschränkung der Meinungsfreiheit in vielen Ländern der Welt, unter anderem im Gastland von 2008 der Türkei, machen Sorge. Verlesen wurde eine Botschaft der Autorin Asli Erdoğan, die seit kurzem in einem türkischen Gefängnis sitzt. Hinter Steinen, Beton und Stacheldraht rufe ich wie aus einem Brunnenschacht zu euch. Hier in meinem Land lässt man mit einer unvorstellbaren Rohheit das Gewissen verkommen. Dabei wird gewohnheitsgemäß und wie blind versucht, die Wahrheit zu töten. Auch wenn ich nicht weiß, wie, aber die Literatur hat es immer geschafft, Diktatoren zu überwinden. Erstmals gibt es für die Besucher eine eigene App. Sie bietet einen schnellen Überblick über Stände und Veranstaltungen. Zumindest hier ist die Messe papierlos. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 19. Oktober. Das Tief, das von der Nordsee zu uns zieht, sorgt für wechselhaftes, teilweise windiges und kühleres Wetter. Es nistet sich ein. In den kommenden Tagen wird es auf den höheren Bergen winterlich. In der Nacht verlagert sich Regen aus dem Westen und Nordwesten in den Süden und Osten. Am Tag viele Wolken, nur zwischendurch scheint die Sonne, teilweise regnet oder schauert es. Am häufigsten und mitunter kräftig regnet es vom Nordwesten bis in die Mitte, auch einzelne Gewitter können dabei sein. In der Nacht 10 bis 4 Grad. Am Tag 7 Grad im Sauerland und bis 14 Grad am Oberrhein. Wechselhaftes Wetter am Donnerstag. Oberhalb von 1000 bis 1200 Metern schneit es. Auch am Freitag gebietsweise Regen oder Schauer, einzelne Gewitter. Ähnlich der Samstag. Es schneit oberhalb von 800 bis 1000 Metern. Um 22.15 Uhr meldet Karen Mioska sich mit diesen Tagesthemen.
Schwieriger Partner Russland, die Erwartungen an Putins Deutschlandbesuch und Qual der Wahl, die Taktiererei der Parteien um das Amt des Bundespräsidenten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.